Der BBC wird Ihnen präsentiert von Piotrowski Gebäude- und Industrieservices. Von den Pionieren der Wärmepumpe. Made in Germany. Unabhängig von Öl und Gas. Für weniger CO2 und eine saubere Umwelt. Die Wärmepumpe von Alpha Innotec. Nach dem souveränen Sieg zu Hause gegen Bonn musste der BBC am 19. Spieltag zum FC Bayern München. Das Team um den Ex-Bayreuther und jetzigen Co-Trainer Andreas Wagner startete gut in die Partie. Therese Rice eröffnete das Spiel mit diesem Dreier. Der BBC Bayreuth dankt Joe Trapani mit der direkten Antwort darauf. Doch die Pesic-Truppe in der ersten Hälfte vor allem mit einem starken Therese Rice. Er spielte ein gutes Tempo nach vorne und konnte seine selbst kreierten Würfe erfolgreich verwandeln. Die Bayreuther verkauften sich vor 6.700 Zuschauern im Münchner Audidom teuer, konterten wie hier von Avidas Sixnius gut und hielten das Duell auf Augenhöhe. Also erstmal muss man auch Kredit zahlen vor Bayreuth, die haben wirklich sehr stark gespielt. Aber wir haben nicht so gespielt, wie wir uns vorgestellt haben. Wir waren nicht konzentriert, wir haben nicht bissig genug gespielt. Wir haben Bayreuth machen lassen, was wir wollten, drei Viertel lang. Und dementsprechend wird das Spiel natürlich dann knapp, weil es ist eine sehr gute Mannschaft. Die haben Alba nicht umsonst geschlagen, sehr hoch. Alba deklassiert, in Bamberg gut mitgehalten und Bonn vom Parkett geputzt. Der BBC Bayreuth ist immer ein gefährlicher Gegner, den man nicht unterschätzen darf. Doch die Bayern vor allem in der Körpergröße überlegen, deswegen näher und freier am Korb. Stefan Schmidt machte seinen Job in der Defense gegen die Großen gut, hatte aber schon früh drei Fouls. Vor prominenten Beobachtern wurde es zu einem guten Spiel, sowohl auf der Seite der Gäste als auch auf der Gastgeber. Topscorer Robin Benzing ignorierte die Defense und haute seine Würfe fern der Dreierlinie ins Netz. Bayern hat mehr Qualität am Korb und kann da leichtere Würfe entwickeln. Für uns war es schwierig. Ich finde, wir hatten eine Chance, als wir auf einen Punkt zurückgekommen waren. Und da war es auch ganz lang eng. Da haben wir wichtige Verteidigungsrebounds nicht geholt. Aber das allerwichtigste Moment war aus meiner Sicht der fünfte Foul von Jason Kane. Weil der war unser einziger Inside-Spieler, der konsequent nah am Korb kommen konnte. Das angesprochene dritte Viertel hatte es in sich. Die Bayreuther kamen dank starkem Kampf immer näher heran, verkürzten zeitweise sogar auf einen Punkt Rückstand. Jason Kane mit 16 Punkten der Topscorer der Oberfranken. Die zahlreich mitgereisten Fans peitschten ihre Mannschaft lautstark voran. Sie waren aber machtlos, als Jason Kane sein fünftes Foul nach dieser Aktion kassierte. Wenn er seinen 15 Foul geholt hat, war es vorbei. Ich fand es close call. Es war ein ganz, es hat ausgeschaut wie ein ganz cleaner Block, aber okay. Im letzten Viertel kam es dann zu einem 14:0 auf der Bayern. Robin Benzing und Brandon Thomas ließen ihr Team von Minute zu Minute immer weiter davonziehen. Bei den Bayreuthern kam noch ein bisschen Pech dazu. Zeitweise ging keiner der Würfe rein. Therese Rice setzte mit seinem letzten Korb dank guter Vorarbeit von Jared Homan noch einmal ein Ausrufezeichen. Am Ende gewinnt der FC Bayern München zu Hause mit 84:72 gegen den BBC. Das Ergebnis wirkt auf dem Papier deutlicher, als es wirklich war. Denn wir haben eine Chance gehabt, nicht genommen. Weiter. Weiter geht es für den BBC Bayreuth nach einer Woche Pause am Samstag, den 26. Januar, zu Hause gegen die Basketballabteilung aus Hagen. Von den Pionieren der Wärmepumpe. Made in Germany. Unabhängig von Öl und Gas. Für weniger CO2 und eine saubere Umwelt. Die Wärmepumpe von Alpha Innotec. Piotrowski Gebäude und Industrieservices. Wir bringen alles ins Reine.